Die Strahlungsopfer wurden wohl in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht und niemand dort wurde vorgewarnt. Vollkommen unbedacht wurde mit den Patienten umgegangen und dabei das Pflegepersonal zusätzlich verstrahlt. Hier die Details zum Atomunfall, die neuen Details bei Klicks und Science and Fiction. Hier gibt es täglich spannende Science-Videos. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Nur dann verpasst ihr kein Video. Los geht's. Immer mehr Details werden zu dem russischen Atomunfall bekannt. Jetzt meldete sich ein Arzt aus dem Gebietskrankenhaus in Archangelsk bei Spiegel Online. Dort wurden die Opfer zunächst behandelt. Die Umstände der Einlieferung und der Behandlung erinnern dabei wieder an den Atomunfall in Tschernobyl. Hier nochmal die Begleitumstände. Explodiert ist wohl der Flüssigtreibstoff des neuen Marschflugkörpers SSCX-9 Skyfall. Er wird aber wohl zusätzlich noch atomar angetrieben. Beim Test zur Umschaltung zwischen konventionellen und atomaren Antrieb könnte der Unfall passiert sein. Dabei wurden 7 Mitarbeiter getötet. 3 der Opfer wurden dabei in das Gebietskrankenhaus in Archangelsk eingeliefert, bevor 2 von ihnen an den Folgen der Strahlung starben. Das berichtet die Moscow Times unter anderem. Niemand wusste von der Verstrahlung und anstatt sie zu dekontaminieren, wurden die Verletzten erst einmal für Operationen vorbereitet. Und das geschah alles vollkommen ungeschützt. Erst auf dem Operationstisch wurde die Strahlungsbelastung gemessen und die war so hoch, dass die Operationen erstmal nicht gemacht wurden. Stattdessen wurden die Opfer erstmal gebadet. Die Wanne soll danach so kontaminiert gewesen sein, dass sie entsorgt werden musste. Inzwischen hat der Inlandsgeheimdienst laut The Moscow Times alles beschlagnahmt, was mit dem Unfall zu tun hat und das Personal Verschwiegenheitserklärung unterschreiben lassen. Alles in allem wundert einen diese Geheimniskrämerei und die damit verbundene Gefährdung von noch mehr Menschen. Insgesamt scheint der Atomunfall nur lokal zu einer hohen Strahlenbelastung geführt zu haben. In Norwegen wurde jetzt lediglich eine minimal erhöhte Strahlung gemessen und auch beim medizinischen Personal wurde nur eine geringe Belastung festgestellt. Trotzdem löst dieser Unfall unschöne Erinnerungen an Tschernobyl aus und natürlich die Belegschaft im Krankenhaus ist verunsichert, weil nichts ist sicher, außer dass alles unsicher ist, weil sie ja keine Informationen bekommen. Ja, lieber gefährdet man in Russland die eigene Bevölkerung, als dass man sie warnt und schützt und auch im Nachhinein ist kaum etwas zu erfahren. Wie auch beim Atomunfall im Majak 2017, über den wir berichtet haben, wird es wohl wieder Jahre dauern, bis wirklich Gewissheit da ist, was da in Russland passiert ist. Hier in Deutschland wappnet man sich gerade für einen größeren Atomunfall, möglicher Atomunfall. Deutschland sorgt vor und kauft 190 Millionen Jodtabletten. Anklicken, anschauen und bitte meinen Zweitkanal Klicks um Nature abonnieren. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Bis dann, bleibt dran.